In diesem Video geht es darum, wann Vektoren gleich sind. Dazu betrachten wir zwei Vektoren und wir definieren einfach, dass zwei Vektoren a und b gleich sind, wenn sie komponentenweise gleich sind. Also hier geht es darum, um komponentenweise Gleichheit. Bei den Vektoren, die schreiben wir auch gerne mit so einem Pfeil drüber, so wie hier und bei dem a und bei dem b, um klarzumachen, dass es sich um Vektoren handelt. Und diese Vektoren, die haben ja eine Komponentendarstellung. Und wir gucken das noch einmal an, was das bedeuten soll. Also angenommen, wir haben einen Vektor, der uns von dem Punkt 0, 2 auf den Punkt 1, 0 bringt. Also den da. Und dann ist das der gleiche Vektor wie dieser hier, der uns vom Punkt 2, 2 zum Punkt 3, 0 bringt. Und in beiden Fällen ist das der Vektor. Ich schreibe das einmal daneben. So, wie ändert er sich in x-Richtung? Da geht er um 1 nach rechts und um 2 nach unten. Also ist es der Vektor 1 minus 2. Und das ist völlig egal, ob der hier angesetzt wird oder ob der dort angesetzt wird. Das ist in jedem Fall immer der gleiche Vektor. Wir betrachten nur die einzelnen Komponenten und gucken, ob die Komponenten gleich sind. Also ob der Eintrag für die x-Komponente und der Eintrag für die y-Komponente gleich sind.